Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines. Wir haben in der letzten Folge bemerkt, dass unsere Autobahn massige Überfüllung hier hat. Was hier nicht beiträgt, dass wir hier wirklich extreme Probleme haben. Deswegen bin ich beim Überlegen, ob wir nicht hier einen Kreisel einführen. Und das ganze System ein bisschen umbauen, weil das funktioniert natürlich hier. Wir sollten hier bloß eventuell, warte mal, ich muss noch mal gucken, wie ist denn hier der Straßenverlauf eigentlich? Weil die gehen da überall rein, aber hier kannst du jederzeit überall hinfahren. Bedeutet, wir machen jetzt hier ganz simpel mal eine ganz easy Straße rauf. Von hier. Eins nach links. Und eins nach rechts. Und da ist jetzt unsere, da sollen unsere Notfallsysteme jetzt mal hinkommen. Polizei, Krankenwagen, ja. Wir brauchen hier eine Gesundheitswesen brauchen wir nicht. Wir bräuchten hier eine große Feuerwehr. Und eine Big Ass Bulicia. Strom kommt hoffentlich da hin. Nein, kommt's nicht. Aber wir haben hier einen Direktanschluss. Perfekt, zack. Jetzt haben wir hier noch die Polizei und die Feuerwehr. Und dann sollte hier alles in der Nähe auf jeden Fall ein bisschen schneller gehen. Was aber halt immer noch das Problem ist, hier der Müll, bedeutet, das verschieben wir jetzt mal um ein paar Stückchen nach da drüben. Einfach um Platz zu machen für den Kreisel. Denn das ist hier das Problem, es staut sich halt alles extrem an, das staut sich zurück wieder. Und das macht es hier nicht unbedingt einfacher, weil die wollen alle irgendwie nach da wieder abbiegen. Was natürlich scheiße ist, wenn das Ganze hier nicht funktioniert. Bedeutet, jetzt kommt nochmal Abreißzeit. Das muss weg, das muss weg. Und das muss weg. Bedeutet, hier kommt nochmal eine kleine Highway, würde ich fast sagen. Wir nehmen hier nochmal so was. Gehen hier. Wie viel ist denn das jetzt? 1, 2, 3, 4. Genau 4 in jede Richtung. Und ich glaube, ich habe mich hier schon wieder irgendwie verarbeitet. Warte mal, da tun wir das hier nochmal weg und setzen wir neu an. Jetzt halt schaut es sehr gleich aus. Und dann machen wir hier schnell. Kreisel draus. Den wir dann hier in der Mitte schon aussägen. Und dann schließen wir wieder unsere Industriestraßen an. Wo sind die jetzt wieder? Da. Schauen wir, wie gut das klappt. Ich hoffe, es klappt. Das wäre nämlich super. So. Dann schauen wir nochmal industriemäßig. Können wir hier nochmal aufbereiten. Okay, das sollte jetzt hoffentlich einigermaßen funktionieren, oder? Oder auch irgendwie nicht. Bei jeder dieser Ausfahrten nicht ungefähr so ist, wie wir sie haben wollen. So. Sind hier Ampeln? Ich hasse Ampeln. Dann tun wir hier noch Kreuzungsregeln rein. Und zwar erstens, dass hier niemand crossen darf und dass man hier Vollgas geben soll. Keiner soll crossen und die Vollgasregel wieder rein. Hier genau dasselbe. Und weiter geht's. Rein theoretisch sollte das System so um einiges lockern. Wir das hier nicht auch machen sollten, also dass hier auf jeden Fall Vollgas geben wieder angesagt ist. Hier auch. Hier schalten wir das auch nochmal aus. Hier schalten wir auch nochmal das aus und auch hier, dass man mit Vollkracher drüber brausen soll. Ich hoffe, das tut jetzt alles so ein bisschen entspannt, weil ich sehe schon, dass wir nachher hier wieder einen Stau bis nach da unten haben. Und das wäre jetzt echt scheiße.
Aber vor allem, dass hier irgendwie der Kreis in der Mitte steckt. War das vielleicht eine doofe Idee, dass es... Wir machen mal hier noch eine dreispurige Autobahn schnell draus. Ist nicht vielleicht doch gar nicht so doof. Also irgendwie, ja, das staut sich halt. Also ich glaube, die müssen halt jetzt erst wieder alle irgendwie eine Orientierung haben. Warte mal, wir tun noch mal hier schnell. Das ist ja mal eine doofe Idee, aber ich würde gerne das upgraden. Dann nehmen wir wieder unsere geliebten großen Weg. Schließen den wieder an. Ist da das Gefälle zu schnell? Ey, ihr wollt mich doch verarschen. War das die ganze Zeit das Problem, oder was? Das sagt mir Gefälle zu schnell. Was? Dann mach mal das Gefälle nicht so steil. Ist das hier nicht einebnen? Das ist einebnen. Pindelgröße. Oh, das ist ein bisschen groß. Kann ich mich das einfach ein bisschen alles reduzieren, oder was? Vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee, was ich hier gerade mache, aber hey, einfach mal alles einebnen. So gut wie geht. Und jetzt nochmal, genau. Die müssen wir dann eventuell umplatzieren. Nochmal um 1-2 Striche nach hinten, so. Ich will nicht diese scheiß Straße hier platzieren. Wieso Gefälle zu steil? Wo ist denn da das Gefälle zu steil? Okay, wenn ich es hier platziere. Dann platzieren wir es hier. So. Dann fährt hier die Straße raus und dann muss ich halt hier jetzt dementsprechend wieder die Anbindungen machen. Das sollte jetzt auch nicht das Problem sein, oder? Warum kriege ich jetzt einen Untergrundansichts? Da gibt es ja auch wieder keinen Sinn. Hä? Aber okay. Ich will, dass das hier funktioniert. Also rege ich mich jetzt hier mal nicht auf, warum das jetzt alles wieder so komisch ist. So. Straßen sind in die richtige Richtung auch ausgerichtet. Warum kriege ich hier eine Untergrundkarte die ganze Zeit? Aber okay. So, okay. Jetzt schaut der Kreisel nicht mehr rund aus, sondern wie ein komisches Ding. Ich glaube, jetzt muss ich nochmal die Kreuzungen einstellen, oder? Jo. So. Da auch nochmal, dass die genau wissen, was sie zu tun haben. Perfekt. Und hier wieder die Ampeln deaktivieren. So. Okay, das könnte auch ein Problem sein, dass ich an der Hauptstraße hier Gebäude gemacht habe. Bedeutet, wir tun hier einfach alles, was an der Straße sich befindet, entfernen. Dann fährt da nicht auch nichts mehr rein und das sollte vielleicht also ein bisschen das verändern. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht draußen eine 6-Spur sogar machen. Dass wir wirklich mal eine 6-Spur weiter machen, probieren wir mal. 3, 2, 1 Risiko, würde ich sagen. Ob das funktioniert, ist die Frage. Das Problem ist halt, das Ganze staut sich mittlerweile schon wieder bis hinten. Ich schaff's nie, diesen einen Stau hier irgendwie wegzuloggen. Dann machen wir es jetzt mal so, dass wir dem hier jetzt sagen...
dorthin und dorthin. So. Muss ich jetzt hier die Kreuzungen wieder einstellen? Bitte sag nein, nur bitte sag nein. Oh. Aber das da fehlt noch. Hier fehlt auch noch. So, weil dann kann dieser Kreisel wieder so einigermaßen funktionieren. Ah, nein, nicht so ganz, wenn ich hier dem sag, dass er abbiegen darf. Geradeaus geht's weiter, Jungs. Man sollte vielleicht nicht die eine Spur deaktivieren. Immer geradeaus. In den Kreisel rein und rum. Aber dann teilt er sich hoffentlich gut auf. Das ist es, was ich mir so gerade irgendwie denke. Also da hat sich der Backlog schon aufgelöst. Hier fängt er an, auch sich aufzulösen. Aber wenn der da weg ist, sollte sich anfangen, der hier zu entfernen. Ist halt wirklich, dass diese komplette Stau hier das so ein bisschen ausmacht, habe ich das Gefühl. Ich denke jetzt schon wieder scheiße, aber was ist, wenn ich hier noch eine Abfahrt reinbaue? Von hier. Also von hier. Okay, das ist jetzt gerade nicht so genial gelaufen, wie es wollte. Die können wir doch sicher noch umplatzieren. Ein bisschen umbauen. So, zack. Und dann gehst du. Dann drehen wir die noch einmal um. So. Mit Lane dreifach draußen, dann kommt hier nochmal kurz kurzen Six-Lane rein. Wird dann zu einer Four-Lane. Dann zu einer Two-Lane. Und dann, genau, jetzt müssen wir dem hier noch die Regeln erklären. Und zwar, du musst nach, darfst nach hier abbiegen. Du darfst nach hier abbiegen. Wo ist denn jetzt der Grüne? Da ist der Grüne. Soll auch nach da abbiegen dürfen. Der Blaue. Gib mir den Blauen her. Kommt nach da. Und nach dort. Wie sind hier die Ausrichtungen? Geradeaus, geradeaus. Okay. Und hier sollen sich dann hierhin und dorthin. So. Okay, vielleicht sollte man die Auffahrt hier jetzt. Das wird jetzt alles so XXL. Das ist ja nicht das, was ich wollte. Aber okay, wenn das ein bisschen hilft. Weil jetzt ist natürlich das da oben entlastet und der ganze Verkehr kann sich noch schneller abbauen. Jetzt ist der hier fast weg. Geben wir dem auch mal die Bulli-Rechte. Was war das denn, so komischer Schlenker? Oh, doch nicht. Waren ja die ganzen Transporter wieder ab. Und der, aber das funktioniert mit dem Kreisel, das ist eine super Idee gewesen. Hört das aus? Das tut sich nicht wirklich abbauen. Obwohl ich eigentlich schon irgendwie denke, dass es schon passiert. Vor allem, wenn. Ah, das wäre vielleicht eine Idee. Wenn denen sagen, anstatt dass du hier hin kannst, fährst du auch hier hin. Dann kreuzen die sich ja nur und können halt voll rausziehen. Wieso der immer noch abbiegt, ist mir jetzt gerade fragwürdig. Aber die sind halt schneller so.
warten die sogar? What? Jetzt fahren die, jetzt können die sich abbauen währenddessen. Ob das eines der genialsten Systeme ist, die ich jemals gebaut habe? Hm. Jetzt steht der Kreisel wieder. Ja, toll. Irgendwie steht der Kreisel. Was ein bisschen Backlog. Also, oh, ho, ho, ho. Die Lager haben ordentlich gelagert, ne? Das ist jetzt das Problem. Oder die bräuchten eigentlich auch nochmal eine eigene Abfahrt. Das sind wieder Sachen, die mir richtig auf den Geist gehen. Rein theoretisch kann man hier natürlich abzweigen und einen Tunnel drunter führen und hier wieder anschließen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt probieren. Ansonsten haben wir nicht echt langsam Platzprobleme. Und die ganzen Platzprobleme machen es dann dazu, dass wir nicht so bauen können. So, und jetzt gehen wir in den Untergrund. Schießen bis hierhin. Schießen dann hier wieder an. So. Schau, wie viel die Abzweigung dann nehmen. Weil rein logisch wäre das die beste Abzweigmöglichkeit für die. Hey, echt, die spawnen aus? Ich weiß es gar nicht. Jetzt wieder drei da. Jetzt wieder zwei hier. Und der Backlog. Ja, okay, der muss aber. Der hat auch noch ordentlich zu bewältigen. Nutzt jemand die Unterführung? Bitte? Wo fahren die denn alle eigentlich hin? Also mittlerweile staut sich das Ding ja eh schon wieder wie irre, aber ich weiß nicht mal wieso. Moment mal, die wenden alle? Da, der hat's gecheckt. Das Auto hat's schon gecheckt. Rein theoretisch muss nur noch das LKW-System erkennen, dass, hey, es nicht schlau ist, wenn du im Kreis fährst. Haben wir hier irgendwelche Regeln noch drin im Kreisel? Also aus irgendeinem Grund fahren ja die LKWs einmal im kompletten Kreis. Also Autobahn scheint fast leer zu sein. Okay, doch nicht. Autobahn ist nicht ansatzweise. Hinten ist da. Oh, Autobahn ist hier hinten aber dafür leer. Dafür schiebt sich mittlerweile hier extrem viel Verkehr rein. Was zur Hölle? Das war keine gute Idee. Kriegen wir die Feuerbekämpfung wenigstens hin? Ja, kriegen wir hin. Gut. Das ist echt Industriestau. Also, dass mittlerweile hier so viel allein schon ein Backlog ist, ist ja der Wahnsinn. Ich würde mal sagen, unsere Holzproduktion verhindert, dass wir die Holzproduktion steigert den Stau. Den Stauwert. Bedeutet, wir müssten hier eigentlich sowas ähnliches wie hier mitten in der Stadt aufbauen. So ein Kreiselsystem. Weil ich habe ja gehofft, dass die Unterführung sich was bringt, aber aus irgendeinem Grund wollen die ja alle hier rein. Und was ist, wenn man denen sagt, ihr dürft nur geradeaus weiter? Maximal so. Da muss ich nur der Verkehr mal anfangen zu bewegen. Das hat sich im Grunde gelöst. Die Abfahrt hat immer vollen Verkehrswert.
Bloß der innere Ring bringt sich halt absolut nichts. Hm. Da müssen wir gleich noch eine andere Lösung finden. Aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.